Hallo und herzlich willkommen zur vierten und letzten Lektion des Vertiefungskurses Ausschlüsse konkret. Mein Name ist Stefanie Friedrich Mein Name ist Josef Müllbauer. und wir sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen am Demokratiezentrum in Wien und haben diesen Kurs erstellt. In dieser Lektion widmen wir uns einigen Good Practice-Beispielen aus Österreich. Dafür sprechen wir mit VertreterInnen von vier zivilgesellschaftlichen Initiativen, die mit ihrer Arbeit zu einer inklusiveren bürgerschaftlichen Praxis beitragen. Unsere heutige Gesprächspartnerin ist Florina Platzer vom unabhängigen Verein von und für Migrantinnen Mais. Geführt wird der Verein mit dem Ziel, die Lebens- und Arbeitssituationen von Migrantinnen in Österreich zu verbessern und ihre politischen und kulturellen Partizipationsmöglichkeiten zu fördern, sowie eine Veränderung der bestehenden, ungerechten gesellschaftlichen Verhältnisse zu bewirken. Danke, liebe Florina, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie würdest du dich und deine Rolle beim Mais-Projekt vorstellen? Ich bin in Rumänien geboren, sozialisiert, kulturalisiert, unter Einführungszeichen und auch akademisiert und seit 22 Jahren bei Mais. Als Mitarbeiterin, als Kämpferin, Mitmacherin. Ich arbeite hauptsächlich im Beratungsbereich. Ich bin juristische und psychosoziale Beraterin, koordinierende Bereich Beratung, aber auch Bildungsbereich, wo ich auch als Erwachsene-Trainerin tätig bin und gemeinsam mit meiner Kollegin Letizia Carneiro machen wir Geschäftsleitung von Mais. Und in deiner Arbeit, wie kommst du da in Berührung mit verschiedenen Formen von sozialem Ausschluss oder Ausgrenzung? Wie erlebst du die in deiner Arbeit? Es ist nicht so einfach, nur auf mich zu beziehen. Eben, ich bin ein Teil von Mais und Mais, es ist nicht nur von die eine Anzahl von Mitarbeiterinnen, sondern es sind viele Mitstreiterinnen und Mitkämpferinnen, ehrenamtliche Personen, aber auch jeder Mensch, der zu Mais kommt und ein Anliegen hat oder nicht sofort ein Anliegen hat. Aber es ist klar, okay, ich brauche einen Ort wie Mais, wo ich über meine Fruste, über meine Gedanken sprechen kann. Und meine Berührung mit dem Mais-Ansätze, Mais-Prinzipien, die auch in direkter Zusammenhang mit Ausschlüsse sind, sind mehrdimensional. Vor allem die Menschen, die zu Mais kommen, sei es in Beratung. Beratung ist auch so ein neoliberale Begriff, so wo Machtverhältnisse vorprogrammiert sind. Aber, und das ist eben schon vielleicht der erste Ansatz, wir versuchen unsere Arbeit kritisch zu betrachten, so reflektiv zu praktizieren und gleichzeitig unsere Privilegien oder meine Privilegien, weil die Frage war auf mich bezogen, aber vielleicht merken wir oder das versuchen wir ein Wir so als kollektive Verantwortung zu praktizieren. Ohne meine Privilegien bewusst zu machen, ist schwierig, die Ausschlüsse zu sehen. Natürlich sind die, oder natürlich ist auch in Frage zu stellen, es ist so ein Sprachgebrauch, die gesetzliche, die strukturelle Ausschlüsse sind klar, konkret, wenn jemand in der Beratungstätigung kommt und sagt, ich möchte meinen Aufenthalt verlängern, aber, und dann kommt schon die Intersektionalität, dafür brauche ich einen Lohnzettel und zwar nicht nur ein geringfügiger Lohn, sondern genug Geld, die ziemlich hoch ist und dafür brauche ich aber einen Job und durch viele Ausschlüsse komme ich nicht zu einem Job, der mich erlaubt, einen angemessenen oder vom Gesetz verlangten Lohn zu bringen. Die meisten Frauen, weiblich gelesene Menschen, die zu Mais kommen, arbeiten prekär.
die haben Teilzeitjob, schlecht bezahlt in unmögliche Zeiten. Und diese Ausschlüsse sind sichtbar auf der Lohnzettel, sind spürbar in der Stimmung, in der Wut von den Frauen, die mitbringen. Und es ist immer die Frage, mit welcher Brille komme ich in der Beratung, begegne ich die Menschen, habe ich das hegemoniale Sehen und Hören, Druck schon eingeschaltet, so wenn ich eben diese Menschen begegne. Es ist eigentlich ein Teil von der Arbeit, die in Bezug auf Ausschluss ist, auch die Empörung. Und egal ob eben im Bildungsbereich oder andere Bereiche von MAIS, diese Begegnung, es ist fast immer mit Ausschlüssen. Ich würde aber auch auf die Stelle betonen, es gibt nicht die Menschen in eine passive Position zu bringen und eine Opferrolle zuzuordnen. So, weil die armen Migrantinnen, die nicht fähig sind und immer defizitorientiert, die können nicht gut sprechen, die können nicht, keine Ahnung, die sind nicht emanzipiert und so weiter. Wir distanzieren uns dezidiert von dieser Ebene. Aber gleichzeitig diese Ausschlüsse nicht zu punktieren, nicht zu besprechen, nicht zu benennen und uns auch zu positionieren, wäre auch nicht die kritische Arbeit von MAIS, wäre nicht voll. Ich sage immer, ich möchte nicht auf eine Suchmaschinenfunktion reduzieren. Wenn jemand kommt, okay, ich möchte Informationen, okay, ich nenne jetzt wieder die kapitalistische Suchmaschine Google und es auch erledigt. Nein, es geht um viel mehr. Du hast mehrfach jetzt von Ausschlüssen gesprochen. Da wäre meine Frage, welche konkreten Ausschlüsse erleben denn Migrantinnen, die zu euch kommen? Also zum Beispiel auf einer auch strukturellen Ebene, sei es Wahlen, sei es Ausschluss vom Arbeitsmarkt, sei es andere Ausschlüsse. Welche konkret kannst du benennen und welche konkret treffen denn die Migrantinnen? Okay, vielleicht zurückzugeben, Wahlrecht ist eine von vielleicht die antidemokratische Möglichkeit, die eigentlich genau in einer Demokratie nicht sein sollte. Mhm. Und wird auch nicht sofort thematisiert. Es ist spürbar, aber in dieser Not, die die Menschen im Alltag haben, wird nicht als prioritär. Jetzt auf den zweiten Blick, ich erlaube mich jetzt diese numerische Hierarchie zu erwähnen, zweiter Blick, weil die sind natürlich im direkten Zusammenhang. Wenn wir Raum dafür schaffen, es wird klar, okay, aber die Politik hat eine direkte Verbindung mit Wahlen. Ja, und diese restriktive Politik und die Ausschlüsse, die ich auch gleich erwähnen werde, haben mit dem was und wer will gewählt und wer darf wählen. Also das ist eine klare gesetzliche Ausschluss. Konkrete Ausschlüsse gesetzlich nehmen wir bei mindestens in Oberösterreich, aber ich weiß, es ist nicht nur in Oberösterreich, Existenzsicherung. Wir reden und ich glaube, jeder, die in einem Level, aber auch, glaube in der neuen Mittelschule oder was weiß ich, wird gelernt über die Bedürfnispyramide. Oder es gibt diese, wo jeder Mensch braucht sehr viel. Und leider, es werden die Menschen ausgeschlossen in den Grundbedürfnissen, Existenzsicherung. Die Schwankung zwischen Mindestsicherung oder Sozialhilfe. Es ist, wie der Wording ist, es ist nicht relevant. Aber eben, wenn die Menschen zu der letzten Möglichkeit, Sozialhilfe, kommen, dann es ist ein massiver Ausschluss gesetzlich, aber es ist nicht gesetzlich, es sind ganz diskriminatorische, rassistische Ansätze im Gesetz selber.
keine Möglichkeit im Sinn von mindestens seit 5 Jahren in Österreich eine gewisse Dauer, eine Daueraufenthalt an Sprachzertifikaten. Was hat bitte meine Not mit einem Zertifikat zu tun? Genau in den ersten 5 Jahren, wo die Menschen in Orientierungsphase bei der Sprache lernen, bei dem Arbeit suchen und so weiter, die brauchen Unterstützung. So, ich sage Sozialhilfe, finanzielle Unterstützung. Aber genau dann ist eine Exklusion, ein Ausschluss. Sag nein, erst wenn du einen Daueraufenthalt hast, kannst du zu mir kommen. Und erst wenn du 12 Bewerbungen pro Woche gemacht hast, kannst du, erst dann kannst du einen Antrag machen. Und wenn ich den Antrag mache, dann dauert noch 2 Wochen, bis ich einen Brief bekomme mit einer langen Liste, was ich noch zu bringen muss. Unter anderem ein Beweis, dass ich meinen erwachsenen Sohn von meinem erwachsenen Sohn Unterhalt gerichtlich verlangt habe. Und dann geht noch ein Monat und so weiter. Und inzwischen, wovon soll ich leben? Ausschlüsse beim Zugang zu Genossenschaftswohnungen, zu geforderten Wohnungen. Es ist wieder angekoppelt an Daueraufenthalt, Zertifikat Deutsch. Ausschlüsse zu Wohnbeihilfe, gewisse Anzahl an Versicherungsseiten und so weiter. Die sind strukturell, die sind verankert, die sind gesetzlich verankert. So, hier ist es ist eigentlich nicht zu interpretieren. Die Sachen sind klar. Sind aber auch die Ausschlüsse, die nicht sofort sichtbar sind. Wenn ich zu AMS gehe, in der besten Fall habe ich schon einen Zugang zu dem formellen Arbeitsmarktzugang und sofort in Gastronomie oder Reinigungsbereich geschickt werde. Auch wenn ich sage, okay, aber ich habe eine gewisse Ausbildung und ich möchte meinen Beruf fortsetzen und dafür brauche ich jetzt eine Zeit. Nehmen wir das Beispiel, ein Beispiel, sage ich, in meinem Herkunftsland war ich Lehrerin. Ist mir schon klar, dass ich nicht sofort als Lehrerin, aber ich brauche eine Zeit, wo ich meine Fachsprache, wo ich die Sprache, wo ich etwas Praxis sammle und dann steige ich in der Arbeitswelt, wo ich bestimme, was ich mache. Sagt, ja, es tut mir leid, Sie können nicht genug Deutsch. Und Deutsch ist eine Instrumentalisierung, eine starke Instrumentalisierung, Unterdrückungsmechanismus, die eigentlich fast für alle Ausschlüsse benutzt wird. Du kannst nicht Deutsch. Beziehungsweise die allgemeine Sprache ist auf Sprache bezogen und nicht auf Deutsch. Ja, die Leute, ja, aber die können nicht sprechen. Natürlich können die Leute sprechen, sondern es wäre gut auf Deutsch. Die sind nicht stumm. Und auch die Stumme haben, es gibt eine Körpersprache. Aber es gibt so einen Sprachverbrauch, okay, die Sprache ist ein Problem. Ausschluss aufgrund der Erscheinung. Ich mag das nicht mehr sagen, Kopftuch oder andere ersichtliche Anderssein. Vor kurzem hat eine Person, und ich bin dankbar auch für ein Alternativwort, die möchte eigentlich als Optikerin arbeiten oder Hörgerätakustikerin. Sie möchte eine Lehre machen. Und sie ist in der Beratung mit dem Bitte um Unterstützung, weil sie aufgrund des Schall nicht aufgenommen wird. Und ich habe nicht sofort realisiert, was meint sie mit Schall. Sie hat eben eine Kopfbedeckung eigentlich. Und es ist keine Einzelerfahrung. Diese Erfahrung aufgrund der Kopfbedeckung, es werden die Menschen systematisch ausgeschlossen, einfach nicht wahrgenommen. Und die Bemühung, ständig ein Dasein zu beweisen, ein Dasein zu be-
zu berechtigen. Warum bin ich hier? Warum? Das ist ein spürbarer Abstoß. Und eben, dies sind keine Einzelerfahrungen, es ist eine Praxis, die leider nicht nur in kleinen Firmen oder so weiter, es ist eine, ich würde sagen, ein gesellschaftliches Problem, aber auch in der Strukturen, in staatlichen Strukturen stark verankert. Ich habe schon vorher die Sprache als Ausschlussmechanismus und durch Digitalisierung kommt eine neue Ebene dazu. Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht alphabetisiert wurden, sind einmal ausgeschlossen wegen nicht lesen können, sage ich so. Dann, es hat sich fortgesetzt, diese digitale Bürokratie, dass kein Mensch zu Gesicht bekommt, schicken sie alle per E-Mail, machen sie Antrag per E-Mail und so weiter. Und dann sind wieder eine andere Ebene von Ausschlüsse. Und diese nicht sprechen können, nicht auf Deutsch sprechen können, wird oft, und es ist ein harter Effekt, dass die Menschen zu sprachlos machen. Sie trauen sich nicht mehr zu sprechen, weil immer, wie bitte, ich habe Sie nicht verstanden, kommen Sie nächstes Mal mit einer Dolmetscher, Dolmetscherin. Und dann ist so eine Verzweiflung, die wir auch nicht nur spüren, auch gesagt wird, die Menschen sprachlos machen. Und das macht vielleicht im Beratungskontext eine andere Ebene. Und es ist eine Anforderung an uns, auch diese Ebene zu berücksichtigen. Wenn die Menschen sich nicht sprechen trauen und kommen mit einem Dolmetscher und wir sagen, zuerst probieren wir zuerst ohne und ja, aber ich kann nicht so gut. Und de facto, es geht nicht um gut oder schlecht, es geht nicht, ob der, die das in der richtigen Platz ist, Optativ, Akkusativ und so weiter, es geht darum, diese Raum zu schaffen, es gibt einen Grund, warum du hier bist und die Machtverhältnisse auch klar zu mir. Ich bin bezahlt hier, egal wie du sprichst, ob du sprichst und was du mir erzählst. Ich bin die bezahlt ist, bezahlt, ich bin die bezahlte Beraterin, die überhaupt Beratung, das meine ich, es ist schon Beratung, sie, die Weiße, die etwas weiß im Sinn von Rat. Und ich bin die nicht gut Deutsch spricht, die Probleme hat und so weiter. Und diese Ebene gehört immer transparent gemacht. Ja, ich bin die Privilegierte und das erzeugt auch die Deprivilegierung. Ich bin die weiß bin. Ich bin die EU-Aufenthalt habe und so weiter. Und die Räume gehören auch transparent gemacht. Nicht, dass diese Person hat ein Problem, sondern das System, es ist ein Kontext, in dem wir uns alle bewegen. Ja, vielen Dank für diesen umfassenden Einblick. Mich würde jetzt noch interessieren, du hast schon begonnen, darüber zu sprechen, wie die Begegnung mit diesen vielen strukturellen, individuellen, systematischen Ausschlüssen deine Arbeit beeinflussen, was das bedeutet für deine Arbeitsweise. Vielleicht können wir da noch ein bisschen darüber sprechen und du kannst uns noch tiefere Einblicke geben, was es bedeutet, du hast das Wort Empörung verwendet, was es bedeutet, aus deiner Position als beratende Person, vielleicht auch für Mais als Verein, mit dieser Empörung konfrontiert zu sein und damit umzugehen und eben diesen Raum dafür zu schaffen, hast du ja auch gesagt. Es ist eine wichtige Frage, die wir uns rein theoretisch immer mittragen sollen. Und eben im Alltag sind konkrete Fragen. Wenn ein Mensch kommt mit der Frage, okay, ich brauche ein Formular, egal, für die Schule, für meine Kinder. Und eigentlich kommt auch Gewalt ins Spiel und so weiter. Es ist immer so
schnell zu agieren und nicht gleich mit meiner politischen Ansätze zu bekommen, ja, das, und nicht zu belehren. Und darum diese Person und ihre Anliegen sind jetzt im Vordergrund. Und eben die Anliegen sind auch nicht dekontextualisiert, sondern es hat. Aber man muss immer eben auf die Ebene, die auch in deiner Frage war, auf persönlicher Ebene, wie mache ich von dieser konkreten Frage auf die politische Ebene, wie mache ich das? Und wenn wir bei einem Beispiel mit Gewalt, es ist ja sehr verbreitetes Thema, ja, die Migrantinnen sind die immer, die sind gewohnt, geschlagen zu werden, weil eben bei denen ist einfach so, und die Männer sind sowieso immer die böse, die immer die gewaltvoll sind, und Gewalt wird kulturalisiert. Und wenn eine Person konkret ein häusliche Gewalt, und hier würde auch die Differenzierung zu struktureller Gewalt, die aber sehr wenig in Gespräch kommt, und wenn so ein Beispiel kommt, dann schauen wir, okay, warum bleibt jemand in so einer Situation, ohne Anspruch auf eine Antwort zu haben. Aber wenn diese Person sagt, eigentlich würde ich gern weg von dieser Person, die mich schlägt und, oder die mich mit bedroht oder psychisch kaputt macht. Und es ist nicht immer der böse migrantische Mann. Es ist nicht anders in der Partnerschaft mit Österreich. Dann es ist gleich sichtbar, ich habe keinen Job oder ich habe keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. Ich habe keine bezahlte Deutschkurs bekommen. Ich habe keine Kinderbetreuung, weil eben meine Infrastruktur, Tante, Onkel, was weiß ich, Mutter ist nicht hier vor Ort, um schnell zu bitten, kannst du bitte auf die Kinder aufpassen, weil die Reinigung im Büro ist immer ab 16 Uhr, wenn wir nach Hause gehen und so weiter. Und das zu thematisieren, dass eben es ist eine Kette von warum. So. Und das einfach nicht nur auf, ich habe keinen Job, darum kann ich meine Wohnung nicht zahlen. Oder ich habe keinen Zugang zu Genossenschaftswohnung, darum kann ich mich jetzt nicht scheiden lassen. Es kommt nicht in Frage, weil und so weiter. Oder ich bin Asylwerberin und habe sowieso keinen Zugang im Frauenhaus. So, und darum, wenn wir tiefer in die Analyse gehen, positioniere ich mich kritisch. So im Sinn von, okay, und hoffe, dass auch viele andere Beratungsstellen kritisch sind vis-à-vis vom System. Dann ist die Frage außerhalb von diesem individuellen Setting, wo eben meine Prinzipien klar dargestellt sind, geht es auch auf die kollektive Ebene. Und kollektive Ebene ist wieder in verschiedene Segmente. Was mache ich mit diesen gewonnenen Erkenntnissen von der individuellen Beratung? In Austausch mit meinen Kolleginnen ist klar, dass ein Problem ist, wenn wir beim Sozialhilfe bleiben. Und im Austausch mit anderen Organisationen auch thematisieren, wie geht es euch? Und dann, was machen wir mit diesen Informationen? Wie hinhören, hinschauen und weitergeben an die Politik? Es ist, sehen wir auch als einen Widerstand, als Pflicht zu sehen. Nicht nur, okay, ich bediene das System, das ich selber kritisiere und nicht sichtbar oder nicht in Öffentlichkeit gehen. Das wäre wieder so eine halbe Sache. Aber auch Alliierte. Wer findet diesen Umgang mit den Menschen nicht gut? Und auch, es ist nicht immer mit Finger zeigen, weil es gibt Leute oder was weiß ich, Organisationen, die passiv sind, weil Angst haben oder egal was. Trotzdem, es ist wichtig, auch diese Passivität in Frage zu stellen. Ist Angst demokratisch?
Was machen wir mit dieser Angst? Und wovon habe ich Angst? In welche Welt möchte ich leben? In dem, wo eben Menschen, die neben mir unzufrieden, ausgebeutet und nicht die Miete zahlen können. Eine Kollegin von mir, Rubia Salgado, so, in einem Setting hat gesagt, ich bin nicht auf diese Welt gekommen, um wegzuschauen. Und das haben wir immer, und ich konstruiere jetzt ein Wort, präsent. Aber wegzuschauen bedeutet eine klare Aufgabe, hinzuschauen, um zu sehen, was überhöre ich, was höre ich nicht, was sehe ich nicht. Und eben dieser Spagat zwischen einzelne Beratung, einzelne Gespräche, Unterricht und so weiter und die politische Geschehnisse, gesellschaftliche Gegebenheit, es ist immer so ein Zusammenhang. Und natürlich, oder wieder nicht zu vergessen, wir reden von Intersektionalität, Neoliberalismus, Kapitalismus, Rassismus, die sind stark verbunden und nicht sofort sichtbar. Und dafür sind auch Räume notwendig zu entziffern, zu dekonstruieren. Das heißt, Beratung, diese Praxis, es ist nie entkoppelt an theoretischen Ansätze. Und das ist auch eine Aufgabe von uns, diese Ausschlüsse von beide Ebenen, Praxis und Theorie zu sehen und auch zu benennen. Ich finde das sehr bewegend, was du da sagst. Du hast am Anfang des Interviews auch von gesprochen, dass ihr wollt euch differenzieren, abgrenzen von dieser neoliberalen Beratungsschiene. Würdest du vielleicht diese Tätigkeit als Akt der Solidarität benennen? Ist das quasi eine Form der Solidarität? Wir leben in Widerspruch und wir sind auch in einem neoliberalen System verankert. Ja? Wir sind abhängig von Fördergeber, von Finanzierung und so weiter. Und eben das System, das wir kritisieren, bedienen gleichzeitig. Ja? Wir alle oder hoffen, dass viele Menschen wissen, dass dieses System ausbeuterisch ist. Vis-à-vis von Menschen, von Ressourcen, Umwelt und so weiter. Trotzdem, wenn eine Person, die sagt, ich brauche Unterstützung bei Arbeitssuche, weil ich eben, die Argumente sind vielfältig und jetzt migrationbedingt, das ist Aufenthaltstitel, die tatsächlich eine große Hürde und eine Belastung für die Menschen ist. Natürlich braucht man einen Lohnzettel, um Miete zu zahlen und so weiter. Aber Aufenthaltstitel ist eine Zusatzbelastung. Und dann kann ich nicht mit meinen kritischen Ansätzen sagen, ja, aber diese Firmen sind kapitalistisch, wo ich die Unterstützung anbiete. Und diese Dichotomie, dieser Widerspruch, es ist auch bei uns präsent. So, wir sind mit zwei Füßen in zwei Systeme. Und trotzdem sollte uns nicht hindern, die Solidarität mit den Menschen mitzugehen, wissen, dass eben immer meine eigenen Privilegien zu reflektieren. Auch die Solidarität kann gewaltvoll sein. Wenn ich die Menschen auf Mitleid-Ebene oder auch diese Präpotenz, ja, ich verstehe. Ich kann nicht verstehen, wie Maria Castro Varela sagt, wir können uns und sollen uns bemühen, anzunähern an die Problematik. Aber ich werde nie verstehen, was eine Person erlebt von Flucht von Sub-Sahara, Mittelmeer und nach Österreich und so weiter. Ich kann das nicht sagen, ich verstehe. Und darum meine ich so die Solidarität, wissen, dass ich mich annähern
sollte, es ist, auch wenn nicht ihm angenehm, eine Pflicht hinzuschauen, aber eben auch, dass ich meine Grenze an meine Brille habe. Das, und Solidarität, es ist etwas, die uns immer begleitet und ich weiß, wir sind nicht die Einzige, die dieses Thema im Vordergrund steht, aber eben welche Art von Solidarität, Distanzierung von Willkommenkultur, wo eben diese karitative Helfen und ja, ich helfe dir und ich begleite dich zur Behörde, obwohl die Menschen sich selber vertreten können, aber so eine Art Infantilisierung und eben Solidarität immer in die kritische Größe einzubetten. Und hier vielleicht ein Beispiel, wir alle haben, und es war auch zum Glück thematisiert, als der Ukraine-Krieg angefangen hat und zum Glück eine große Solidaritätswelle war, aber es war sichtbar, wie Solidarität tickt, wie eben Menschen, die aus Afghanistan, Syrien und so weiter, nicht beim Weitem diese Solidarität mit der Ukraine, jeder hat ein Raum frei zur Verfügung für die Menschen. Und für die andere war aber nicht so. So, wenn wir dann diese 2015 Ereignis, wo jetzt so aus der Naturkatastrophe Wording, Flüchtlingswelle, was weiß ich, alle so diese bedrohlichen Wörter waren bei dem Ukraine-Krieg nicht da. Und darum erlauben wir uns auch, diese Solidarität in Frage zu stellen. Prinzipiell ja, Solidarität mit den Menschen, die von der Ungerechtigkeit betroffen sind, Solidarität mit Menschen, die sich rassismuskritisch positionieren. Es ist wichtig, so für uns alle. Vielleicht zur letzten Frage. Ja, genau. Wir nähern uns jetzt dem Ende unseres sehr interessanten Gesprächs. Du hast uns viele Einblicke gegeben in die auch teils widersprüchlichen Schritte und Maßnahmen, die ihr setzt und setzen könnt, die du setzt und setzen kannst. Vielleicht möchtest du uns zum Abschluss noch erzählen, welche Auswirkungen erlebt ihr denn, die diese Maßnahmen auf die betroffenen Personen auch haben? Also wieder in einen neoliberalen Sprech zu verfallen. Welchen Effekt hat denn eure Arbeit auf die Menschen, mit denen ihr arbeitet? Gut, okay, du hast schon diesen Punkt erwähnt, der neoliberal. Weil tatsächlich, wenn um Effekte wird, oder nicht nur wir, so der Sozialbereich ist leider oft mit Projekten, Anträgen konfrontiert, wo immer auch Effekte gemessen werden. So, und es ist unglaublich, was man leisten kann, eben in einer leistungsorientierten Gesellschaft, wo ein Zahlfetischismus ist, so, eben auch im Sinn von Effekten. Und zum Glück lassen sich lässt sich die emotionale Ebene nicht messen. So. Trotzdem, die Wirkungen, wenn wir schon bei dieser Ebene bleiben von Wirkung, vor allem die nicht dokumentierte Umarmungen, Smile, diese Gelassenheit und Aussage, die oft nicht einmal mit verbaler Ebene zu tun, sondern mit körperlicher, aber auch Aussage wie: Ich bin seit 10 Jahren hier und ist das erste Mal, wenn ich ohne einen Dolmetscher bin. Und weil eben, es war möglich, dass nicht auf meine Sprache, so meine deutsche Sprache zu ermessen. Vielleicht ein bisschen systematisiert. Die persönliche Ebene als Effekt, Stärkung. Die Frauen selber benennen, weil eben auch von diesen emanzipatorischen Ansätzen distanzieren wir uns, auch weil in der koloniale Feminismus ist immer die andere, die nicht emanzipiert sind, und wir sollen, die Europäer sollen die andere emanzipieren. Darum die Stärkung, wenn,
wenn die Mensch, wenn die Menschen, die vorher in eine schwache Position waren und nicht, weil sie schwach, weil die Strukturen so sind und dann allein die Empörung, es ist mir egal, ich mache das trotzdem. Na, es ist egal, ich verweigere diese Reinigung, Arbeit und so weiter, weil ich bin hartnäckig und ich möchte, dass AMS eine an meine Situation angemessene Weiterbildung oder ein Deutschkurs oder so weiter. Aber auch im Sinn von nicht schweigen. Wenn ich jetzt bei dieser Sozialhilfegesetz nicht schweigen und mit anderen Maßnahmen, Stellungnahme, Begleitung bei der Behörde, wo auch die ein Spiegel, hey, es ist rassistisch, wie du mit dieser Person umgehst. Nicht aufgeben, im Sinn von eben, wir sind abhängig von Fördergeber. Aber was uns nicht mitgenommen wird, ist die Haltung. Und die sind vielleicht nicht sofort messbare Effekte, aber auf längere Frist, es ist für uns wichtig, nicht an die Qualität und eben nicht die Qualität, die neoliberale Maßstab, sondern nicht an die an Haltung, an Prinzipien und vor allem an Ziele von Mais, die eben sind zum Glück nicht nur von Mais und es gibt Menschen, die mitmachen wollen und können und eben die Effekte sind oft, und das versuchen wir auch, die Brille, die nicht lesbare, auch immer wieder zu haben und nicht in dieser Dynamik von messbare. Aber ich würde wirklich auf persönlicher Ebene wissen, dass nicht immer eine Lösung, ich sage auch so den Menschen, es geht nicht um was ich für dich machen kann, sondern die Person selber benennt, wo ihre Bedürfnisse sind, aber immer in den Kontext. Okay, aber es gibt auch eine Struktur und diese Struktur kennen wir und kritisieren wir und wir positionieren uns dagegen. So, das sind die Punkte, die immer mitgetragen und dann, es wird auch sichtbar und das ist auch als Effekte, wo die Menschen sagen, nicht mehr mit individueller Ebene kommen, sondern das ist nicht okay. Ich mache mit bei der 8. März-Demo. Ich mache mit bei dem 1. Mai-Demo und so weiter. Und die sind eben, oder weitere andere Personen ermutigen, mich zu machen. Und auch dieser multiplikatorische Effekt. Und die sind Effekte, die eben nicht sofort messbar sind. Und wissen, sage ich auch anschließend, dass das für uns als Organisation nicht immer positive Punkte von den Fördergebern. So, das ist ein Effekt, der nicht unwichtig ist, aber es ist die Arbeit und die Ansätze von mir sind viel wichtiger als die Konsequenzen, negative Konsequenzen. Ja, liebe Florina, vielen herzlichen Dank für das sehr offene und sehr informative und ich schließe mich an, sehr bewegende Gespräch und auch die Einblicke in deine Arbeit als Person und eure Arbeit auch als Verein. Wir konnten uns auf jeden Fall sehr viel mitnehmen davon und wir freuen uns auch, dass unsere KursteilnehmerInnen das Projekt und eure Arbeit und auch dich ein bisschen kennenlernen konnten. Wir möchten gerne dir das letzte Wort überlassen und dich fragen, ob du uns noch etwas mitgeben möchtest auf dem Weg. Wirklich vielen Dank für die Einladung, aber auch für eure Arbeit. Es ist auch ein wichtiger Teil, alle Kanäle zu nutzen, um die Demokratie nicht in Frage zu stellen, aber genau hinzuschauen, worum geht es.
eine Kollegin hat gesagt, ich wünsche mir, dass Mais nicht existiert. Das wäre ideal, dass die Probleme nicht gibt. Die Probleme gibt es aber. Und eben seit 30 Jahren, wir feiern dieses Jahr 30 Jahre Jubiläum, die gibt es und es ist kein Grund nachzulassen und nicht mehr weiterzumachen. Und in diesem Sinne, es ist noch weiter die Notwendigkeit, die politische und kulturelle Partizipation von Migration in Mitsprache zu stärken und eben diesen rassismuskritischen Weg weiterzugeben und weiterzugehen, es ist eine Option. Es gibt so die andere Seite gibt es nicht zu machen. Eben weil genau diese Phänomene Rassismus, Neoliberalismus, Kapitalismus und leider Kolonialismus sind stärker und präsenter als je. Und wir merken, wir leben in einer Welt, wo der Rechtsradikalismus stark zunimmt und niemand will in so einer Welt leben. Und es ist eine Aufgabe für uns alle, uns dagegen zu positionieren, zu kämpfen und auch die Solidarität zu zeigen, aber auch zu erleben. Richtige Abschlussworte, ja. Und somit kommen wir am Ende, sind wir am Ende des Kapitels und wünschen euch, liebe Kursteilnehmerinnen, noch viel Spaß beim restlichen Kurs.